Ja, und damit heiße ich euch willkommen zum Start einer weiteren Aufnahmesession, einer neuen Aufnahmesession mit dem letzten Charakter. Und zwar meinem Lieblingscharakter, Miss Wickerbottom. Ja, ihre Besonderheit ist das, was mir so gefällt. Und zwar weiß sie sehr viel. Wir können Dinge erstellen, ohne die erste Maschine erstellt haben zu müssen. Man sieht es, das ist schon frei, das ist schon frei. Also wir können wirklich diese erste Stufe komplett überspringen. Das finde ich halt echt verdammt praktisch. Entschuldigung. Jetzt wird gerade irgendwie ein bisschen die Luft weggeblieben. Okay. Ja, das finde ich auch sehr praktisch. Zudem kann sie natürlich vergammeltes Zeug überhaupt nicht ausstehen. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Und sie kann nicht schlafen. Die anderen Charaktere können, soweit ich weiß, alle schlafen. Wobei sie dann im Schlaf halt ihre Gesundheit verbessern, aber dann dementsprechend auch extrem hungrig danach sind. Die Nacht wird halt, ja, ich glaube, das startet dann direkt am nächsten, also wenn man sich hinlegt, ist direkt dann der nächste Tag, wenn man aufwacht. Und, ja. Sie kann halt nicht schlafen, aber gut, dadurch, dass ich ja eh den Schlaf nie genutzt habe, war das eigentlich vollkommen in Ordnung. Beziehungsweise ist das vollkommen in Ordnung, dass sie halt dieses Problem, sag ich mal, hat. Aber als Bibliothekarin, wie sollte es auch anders sein, ne? Aber sie ist wirklich definitiv mein Liebling. Einfach wegen diesen Überspringen. Das ist so cool. So cool und so praktisch. Upsa. So, natürlich wie immer anfangs erstmal alles einsammeln, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, damit wir ein bisschen eine gewisse Grundlage haben. Vor allem brauche ich Steine, damit ich mir möglichst bald auch ein festes Lager machen kann. Dann müssen wir mal gucken. Gucken, was wir alles so nach und nach dann aufbauen werden. Hat ja mit Weber das letzte Mal super gut funktioniert. Und ja. Das mit Weber ist auch eigentlich echt peinlich jetzt gewesen. Es war einfach nicht mein Tag. Das war wahrscheinlich schon zu spät für mich. Oder, ja, keine Ahnung, was da los war. Das war, ja, wie gesagt, nicht mein Tag. Gut, an dem Tag, als ich das aufgenommen habe, habe ich auch ein paar andere Sachen mit aufgenommen. Normalerweise nehme ich maximal 2 Stunden am Tag auf, wenn überhaupt. Eigentlich läuft es meistens auf 1 Stunde hinaus. Okay, wir starten im Herbst also. Die Häschen sind nämlich da. Daran mache ich jetzt fest, ob wir im Herbst oder im Frühling starten. Ich bin noch am Überlegen, wohin ich gehe. So, was habe ich denn jetzt? Da ist auf jeden Fall dieses Steindingens. Sollte vielleicht nicht unbedingt so weit entfernt von meinem... Ja gut, von meinem Lager ist das eigentlich relativ egal, aber... Sollte nicht so weit entfernt von dem sein, wo ich dann sterbe, ne? Vor allem sollte das nicht im Winter passieren. Im Winter kann man eigentlich immer davon ausgehen, wenn man da stirbt und wo wiederbelebt wird, dass man das eigentlich komplett vergessen kann. So. Dann haben wir hier direkt auch noch einen Friedhof. Und das wird die Suche nach Gears dann erleichtern. Ich kann auch jetzt schon ein bisschen buddeln. So, ich kann auch schon mal meinen Rucksack machen. Wo war der nochmal? Ich suche jedes Mal diesen Rucksack. Warte mal, der war doch hier, glaube ich, oder? Ja, da ist der Rucksack. So. Und dann können wir bestimmt auch schon eine Schaufel machen, ja. Können wir natürlich. Dann gucke ich schon mal, ob vielleicht zufälligerweise Gears dabei sind. Nein. Jetzt, wo es uns gesundheitlich noch so gut geht. Was ist das? Ach so, das sind Kabel. Ich hatte gerade, hä, was ist denn das für ein komisches Zeug? Nope. Nope. Noch 1, 2 Gräber. Nein, geh weg.
Wie war das noch ein, zwei Gräber? Jetzt sind noch ein, zwei Gräber übrig. Nee. Nein. Okay, mache ich doch jetzt noch das eine. Okay, keine Gears. Ich glaube, ich habe jetzt auch nichts mehr hier übersehen. Außer in die Richtung. Okay, gut. Dann habe ich doch noch die Hoffnung, dass irgendwo welche sind. Okay, dann gehe ich mal wieder ein bisschen Zeug abbauen und alles. Ach man, der Geist ist hartnäckig gerade. Oh, hier sind Vögel. Hallo, hallo. Geht's gut? Ja, okay, gut. Mir auch noch. Noch. Der Geist war echt hartnäckig, muss ich ja mal sagen. So, bevor ich da die letzten ein, zwei Gräber ausgrabe, will ich denn trotz... Nee, will ich dennoch... will ich dennoch, erstmal meine Gesundheit hier... meinen geistigen Zustand verbessern. Bevor ich das mache. Warte mal, wir können uns auch unseren schönen Blumenkranz machen. Das sollte uns schmeißen. Oh mein Gott! Diesmal ist er echt verdammt hartnäckig. Da denkt man, man ist dem los und dann taucht er doch wieder auf und sagt, hallo! Ich bin Kaspar, der nicht so freundliche Geist wahrscheinlich. So, hier haben wir auf jeden Fall Hasen. Das ist schon mal ganz gut. Eigentlich solltest du das da machen. Na, komm, nimm, nimm. Bau das ab. Zwar sind das jetzt auch nicht so viele Hasenbauten, aber besser als gar nichts, ne? Guck mal, der Geister kommt, du kommst hier nicht rüber. Ah, der hat immer noch meine Spur. Das ist doch ätzend. Ist doch richtig gemein. Okay, hier sind ein paar mehr Hasendinger. Gut, wir haben ja ein paar Karotten schon. Da kann ich auch ein paar schon fangen. So, wo ist denn die Fallen? Da sind sie. Und sogar noch schon eine zweite bauen. So, einmal die da machen. Die da machen. Und nach oben weg. Habe ich dann auch schon eine Idee, wo ich mich einfach niederlasse. Weil zum Beispiel dieses kleine Stückchen, das sah auch ganz schön aus. Ist direkt an dem Weg dran, sodass ich es schnell finden sollte, wenn ich in Eile bin. Oh, könnte man mal sich überlegen, ob man das macht. Ja, ich brauche auf jeden Fall... Baum fällt mir gerade auf. Holz meine ich. Baum. Ich brauche Baum. Baum. Ich muss Baum fällen. Oh, in der Nähe ist ein Sumpfgebiet. Scheinbar. Weil diese Papierdinger, also Papyrus, ist das Papyrus, Schilf? Keine Ahnung. Dann, jedenfalls kann man daraus Papier machen, deswegen. Ich will das gerade in den Sinn. Die wachsen ja nur auf solchen Dingen. Aufpassen, aufpassen, aufpassen. Okay, da ist einer. Der könnte mich erwischen. So, ganz schnell. Oh, 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 ganz schnell.
So, ich werde jetzt nur noch die beiden Bäume hier fällen. Und werde dann die zwei letzten Gräber ausgraben, in der Hoffnung, dass da Gears drin sind. Ich hoffe es wirklich sehr. Oh, mal sehen, mal sehen, mal sehen. Ich bin gespannt. Sonst werde ich dann erstmal alles vorbereiten für einen Kochtopf und für einen, ja, für einen Kochtopf halt. So. Okay, warte mal. Ich muss nochmal ein Brett machen. So, jetzt drückt mir die Daumen, dass in den letzten Gräbern, die da noch übrig waren, erstens kein hartnäckiger Geist wieder drin ist. Sondern irgendwo Gears. Das wäre super. Das wäre richtig, richtig toll. So, zwei Gräber waren es, glaube ich, noch. Bitte, bitte. Nein. Nein. Wie war das? Bitte kein hartnäckigen Geist. Ach Mist. Ich benutze mal das Wurmloch hier. Weil es einfach gerade parat ist. Wenn ich so den Geist nicht loswerde, dann weiß ich auch nicht weiter. Wo lande ich denn hier? Oh ja, ein gutes Stück weg. Aber wenn hier jetzt Beefelos sind, dann habe ich immerhin einen guten Weg, um an Beefelos ranzukommen, ne? Upsa, das war, wollte ich nicht. Naja, sammle ich hier mal ein bisschen Gras, wenn hier schon so viel ist. Okay, eine Wüste ist hier auch nochmal. Oh. Solche sind in der Nähe. Ja, ja, ich gehe ja schon weg. Das war so ein, ja, komm ja nicht wieder her. So wirkte es. War es bestimmt auch. Ich hätte gerne Beefelos. Beefelos. Ich habe da zwar eine Spur, aber ich möchte noch nicht jagen gehen. Das lohnt sich noch nicht so wirklich für mich. So, oh, daneben ist ein Steingebiet. Die Gegend hier ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, ne? Oder kommt mir das einfach nur so vor? Eigentlich nicht, ne? Ja, aber Beefelos habe ich immer noch nicht. Hätte mich gerne die Kackehäufchen wieder. Oder irgendwas. Dafür habe ich hier sowas. Nehme ich mit. Oh, Beefelos, wenn man vom Teufel spricht. Oh. Kein Platz mehr dafür. Jetzt aber. War es nur ein einziger. Ich möchte schon ein bisschen mehr. Oh. Pickup Honey. Backpatch. Nee, ich stehe hier nur. Ich mache hier gar nichts. Ich habe da nur gestanden. Du kannst dich wieder schlafen legen. Oh, da ist noch einer. Noch einer. Und noch einer. Wo ist das? Dein Kackehäufchen. Okay, hier habe ich also wirklich Beefelos. Das ist schon mal ganz gut. Das ist wirklich super. So, kann ich denn den Hammer bauen? Ja, kann ich. Supi. Weil hier war doch irgendwo dieses Skelett. Kann ich das direkt abbauen? Hab schon mal Bone Shards. Dann brauche ich nur noch die Maulwürfe. Okay, hier ist jetzt gerade zu warm geworden. Oh, nee. Es soll doch Winter werden. Jetzt als nächstes.
nicht dafür sorgen, dass es jetzt warm wird. So, wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen was an Holz. Weil ich möchte ja gerne das da machen. 4 Steine brauche ich auf jeden Fall noch. War hier nicht in der Nähe sogar ein Steingebiet oder so? Warte, mal gucken. Vielleicht mal auf die Karte. Ich will nur weitere Bäume pflanzen, damit ich immer mal welche in der Nähe habe und nicht so weit weggehen muss. So, also da sind Steine, genau. Ich brauche Steine. Dann kann ich mir die improvisierte Farm machen, die bessere. Ich kann da schon mal Zeug anpflanzen. Dann kann ich, wenn ich wieder zurück bin, meine Hasenfallen angucken, ob da irgendwer reingetappt ist. Und ja. Dann weiter Holz, weitere Steine, damit ich die zweite Maschine bauen kann, die zweite Wissenschaftsmaschine. Dann noch in die Richtung mit Endothermic Fire, mit dem Festen und dies und das und jenes. Ich habe gut was zu tun. Das Problem ist halt nur, ja, was sag ich denn großartig dabei? Und wirklich vorspulen ist dann auch blöd die ganze Zeit, ne? Da bin ich jetzt gerade so ein bisschen in einer Art Zwickmühle, dass ich nicht genau weiß, wie ich das Ganze gestalten soll, darstellen soll. Damit ich immerhin noch sehenswert ist. Weil die ganze Zeit nichts sagen und ihr seht, was ich mache, ist auch doof. Und wie gesagt, alles vorspulen. Hin und wieder mal ein bisschen was vorspulen oder wenn es halt so echt extreme Schnitte sind, ist halt auch blöd. Wenn es jetzt zum Beispiel Tag 4 und dann ist es plötzlich Tag 10. Ich merke halt, es wird Zeit, dass es auf jeden Fall mal endlich beendet ist. Aber ich bin stolz auf mich, dass ich das hier weiterhin so durchziehe. Könnt ihr ja auch sagen, ja, nö, jetzt ein Charakter fehlt noch, nö, ich brauche erstmal wieder eine Pause so davon. Weil an sich macht das Spiel ja Spaß, so ist es ja nicht. Aber dann denke ich mir auch nur, es fehlt wirklich nur noch ein einziger. Das kann ich jetzt auch durchziehen. Solange mit Wiegfried weiß ich nicht, ob ich jetzt überleben werde. Es kommt drauf an, wie konzentriert ich dabei bin. Aber habt ihr ja schon öfters mal gemerkt, dass ich das nicht unbedingt immer bin. Ja, ich glaube, das beschreibt es ganz gut. So, noch ein bisschen Holz. Ich werde noch ein bisschen die Steine hier auch noch abbauen. Dann noch meine Hasen fallen und dann, ja. Was brauche ich denn? Sträucher brauche ich, ne? Also hier. Sowas. Stimmt, die muss ich auch mal sammeln gehen.